verantwortlich war für die Toten, wenn auch nicht für den Unfall direkt, fand ich sein Lächeln umso dramatischer. Aber der Tod gehörte damals zur Jagd nach Ruhm und Rekorden. Natürlich empfand man tiefes Bedauern für das, was passiert war. Aber das Leben muss weitergehen. Und es war nun mal unser Beruf, ins Auto zu steigen und zu gewinnen. Es gehört zum Lebenslauf. Und deshalb muss man es tun. Und so wird weitergerast. Auch nach Le Mans. Der letzte Lauf um die diesjährige Weltmeisterschaft der Rennsportwagen brachte einen neuen großen Erfolg für den Mercedes-Stall. Und das Ende einer Saison, die tragisch verläuft und sportlich zu den erfolgreichsten der Marke zählt. Formel-1-Weltmeisterschaft und Weltmeisterschaft der Sportwagen. Mit diesem Doppelsieg von Mercedes durch Moss und Fangio verabschiedete sich Daimler-Benz vom Rennsport. 1956 werden die Silberpfeile nicht mehr starten. Ende einer Ära. Das Unternehmensziel ist erreicht. Ich glaube, es war richtig, mal nach 2 Jahren zu zeigen, wir sind wer, wir können gewinnen, wir gewinnen auch. Und dann mal sich wieder aus dem Rennen zurückziehen. Bei der Abschiedsfeier in Stuttgart-Untertürkheim werden die Helden der Rennbahn ausgezeichnet wie Soldaten. Für Mut und Tapferkeit. Eine große Zeit glanzvoller und oft schwer erkämpfter Siege ist damit abgeschlossen. 55 Jahre wird es bei Mercedes kein eigenes Formel-1-Werksteam mehr geben. Intern, das habe ich dann erst später gelernt, intern war es ja so, dass Mercedes schon vor dem Rennen von Le Mans beschlossen hatte, sich aus dem Rennsport zurückzuziehen. Das hatte aber ganz andere interne Gründe, weil man gemerkt hat, die Beteiligung am Rennsport lenkt ab davon, hervorragende Produkte für den allgemeinen Gebrauch zu entwickeln. Jaguar bleibt der Rennerei treu. Juli 1956. Die Briten sind zurück in Le Mans mit Mike Hawthorn. Seine Rückkehr kommentiert er selbst. Le Mans again. 1956. And Ivo Buick and I enjoy the sun. Notable non-starter at most motorists. Wir genießen die Sonne, erzählt Hawthorn. Und wir hoffen, hier wieder zu gewinnen, wie im Vorjahr. Fast alles ist wie im Jahr zuvor. Auch Hawthorns großer Rivale ist wieder da. Stirling Moss, diesmal in Diensten eines britischen Teams. Verändert wurde lediglich die Tribüne. Und eine unscheinbare Gedenktafel mitsamt Blumenschmuck erinnert an die Toten des Vorjahres. Es ist wirklich krass, aber dieser Unfall hat mächtig zur Bekanntheit von Le Mans beigetragen. Im Jahr danach kamen doppelt so viele Zuschauer. 1956 wird Hawthorn Sechster. 2 Jahre später wird er Formel-1-Weltmeister. Es ist der Höhepunkt seiner Karriere. Im Januar 1959 verunglückt der Champion tödlich beim Wettrennen mit einem Kollegen auf einer verregneten britischen Landstraße. Es war wie in einer griechischen Tragödie. Mike Hawthorn hatte versucht, Rob Walker zu überholen. Der fuhr in seinem Mercedes Flügeltürer, dem Symbol für die Hölle, in der Hawthorn in den 3 Jahren nach dem Le Mans-Desaster gelebt hatte. Für diese Lebenslüge, weil er jede Verantwortung für den Unfall von sich gewiesen hatte. Wegen der Toten von Le Mans ermittelten Polizei und Staatsanwaltschaft. Ein Gerichtsverfahren gab es nie. Damit gilt die Katastrophe offiziell als unvermeidlicher Rennunfall. ZDF Mediathek App. Ihr mobiles Programm. Noch schneller. Oh, guck mal, das geht ja fix. Noch einfacher zu bedienen. Glasklar. Wahnsinn. Was ich verpasst habe, klicke ich an und kann sehen. Und vor allem noch mehr Programm. Unterwegs live ZDF schauen. Rund um die Uhr. Live. Also ich habe meine ZDF Mediathek App immer dabei. Kostenlos im Internet erhältlich. Das macht Spaß. Du kannst was erleben, Baby. Ich werde dich in der Luft zerfetzen. Sei vorsichtig, Martha. Naja, irgendwie. Mal hin, mal her. Mal Hass, mal Liebe. ZDF.
ZDF Info. Nach dem schweren Grubenunglück in einem Kalibergwerk in Thüringen hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen aufgenommen. Drei Bergleute waren gestern in 700 Metern Tiefe ums Leben gekommen. Vier weitere Kumpel konnten gerettet werden. Bei einer Routinesprengung waren große Mengen Kohlendioxid freigesetzt worden und hatten eine mächtige Druckwelle ausgelöst. In Italien stellt Ministerpräsident Letta heute die Vertrauensfrage. Dabei kann er wohl doch mit den Stimmen aus der Berlusconi-Partei rechnen. Denn deren Chef Alfano hat zu Lettas Unterstützung aufgerufen und sich damit offen gegen den Parteigründer gestellt. Denn Berlusconi will die Regierung stürzen. Im US-Haushaltsstreit ist kein Ausweg in Sicht. Auch einen Tag nach dem Finanzierungsstopp stehen sich Regierung und Opposition unversöhnlich gegenüber. Seit gestern sind rund 800.000 Staatsbedienstete im unbezahlten Zwangsurlaub. Zahlreiche staatliche Einrichtungen wurden geschlossen. Die russische Justiz hat Anklage gegen zwei Greenpeace-Aktivisten erhoben, wegen bandenmäßiger Piraterie. Insgesamt müssen sich 30 Umweltschützer wegen des Versuchs der Erstürmung einer Ölplattform verantworten. Ihnen drohen bis zu 15 Jahre Haft. Die Verkehrsminister der Länder beraten heute über zusätzliche Geldquellen für die Sanierung maroder Straßen und Brücken. Bei der Konferenz in Berlin liegt die Empfehlung einer Kommission vor. Diese schlägt unter anderem eine Ausweitung der Lkw-Maut vor. Und noch das Wetter. Nach Frühnebel meist sonnig, im Südwesten auch wolkig, 8 bis 19 Grad. Von Anbeginn der Geschichte hat der Mensch danach gestrebt, schneller, weiter und höher zu kommen als zuvor. In antiken Grabkammern und auf Tempelmauern finden sich die Geheimnisse außergewöhnlicher Maschinen. Wie konnten sie tausende von Jahren vor unseren modernen Autos, Zügen und Flugzeugen derart visionäre Maschinen entwickeln? Dies ist die Geschichte, wie der Mensch von der Erfindung des Rades zur Eroberung der Lüfte aufbrach. In den Trümmern der untergegangenen großen Kulturen finden sich Hinweise darauf, wie die Grundlagen unseres modernen Transportwesens schon vor Tausenden von Jahren gelegt wurden. In Südamerika hat man dieses wunderschöne Modell eines seltsamen Insekts entdeckt. Aber beweist das, dass unsere Vorfahren einen Begriff von Aerodynamik hatten? Die Raketen des alten China schufen die Grundlagen für die Erforschung des Weltraums. Aber funktionierten die ersten raketengetriebenen Maschinen wirklich? Wurden die ersten Flugzeuge mit Raketenantrieb tatsächlich schon vor 500 Jahren gebaut? Ein englischer Modellbauer unternimmt einen Testlauf mit einem schießpulverangetriebenen Fahrzeug, das einst als tödliche Waffe eingesetzt wurde. War dieser 600 Jahre alte Raketenwagen der Vorläufer unserer modernen Raketenautos? Im Magazin eines Kairoer Museums lag 70 Jahre lang dieses geheimnisvolle Modell. Nun wird es mit modernsten Methoden untersucht. Wird sich herausstellen, dass die Ägypter zwei Jahrtausende vor dem ersten Flugzeug bereits die Geheimnisse der Luftfahrt kannten? All diese Entdeckungen münden in eine einzige Frage. Waren die Fahrzeuge und Flugapparate unserer Vorfahren vielleicht viel weiterentwickelt, als wir bisher dachten? Das Streben nach automatischen Transportmitteln ist sehr alt und hat schon unsere Vorfahren intensiv beschäftigt. Vor 2.500 Jahren waren die Griechen auf dem Höhepunkt ihrer Macht. Ihre Ideen und Waren, ihre Sprache und Kultur beherrschten den gesamten Mittelmeerraum, von Karthago im Westen bis nach Kleinasien im Osten. Doch es beschäftigte sie ein scheinbar unlösbares Problem.
Wie ließ es sich vermeiden, hunderte von Seemeilen per Schiff zurückzulegen, um zu einem Ort zu gelangen, der eigentlich nur wenige Kilometer entfernt lag? Wenn man von Athen nach Sizilien fahren wollte, musste man mit dem Schiff um den Peloponnes herumfahren. Und wenn dann Wind und Strömung ungünstig waren und man an diesen 200 Meter hohen Klippen entlangfuhr, dann waren das ideale Bedingungen für Piraten. Die kamen übers Meer herangerudert, warfen die Besatzung über Bord und übernahmen das Schiff. Um den Peloponnes herumzufahren, war also ein gefährliches Unternehmen. Im 19. Jahrhundert begannen die Griechen daher mit einem gewaltigen Projekt. Heute bestaunen wir die Früchte ihrer Mühen, eines der Wunder des modernen Griechenland, den Kanal von Korinth. Tief eingeschnitten in die steilen Klippen und etwa 24 Meter breit ist der Kanal ein Triumph der modernen Ingenieurskunst. Doch er wurde erst 1893 fertiggestellt, 2000 Jahre zu spät für die alten Griechen. Und wie haben die damaligen Ingenieure dieses scheinbar aussichtslose Unterfangen verwirklicht? Der erste, der die Idee hatte, Schiffe über diese Landenge, den Diolkos, zu transportieren, war vermutlich der Tyrann von Korinth im 7. Jahrhundert vor Christus. Er kam auf den Gedanken, eine Straße zu bauen, auf der die Schiffe von einer Seite zur anderen transportiert werden konnten. Vermutlich war diese einfache Kalksteinrampe ein Teil der genialen Lösung des Problems. Man benutzte wohl eines der ersten großen Hebewerkzeuge der Geschichte, eine Vorform des modernen Krans, um die Schiffe aus dem Wasser zu heben. Durch ein ausgeklügeltes System von Flaschenzügen und durch die Kraft von Sklaven und Ochsen wurden die Schiffe auf Wagen geladen. Diese Wagen fuhren wie auf Schienen in Rillen, sozusagen die erste Eisenbahn der Welt. Es handelte sich sicher nicht um einen schlichten Lastkarren mit zwei Achsen und vier Rädern, sondern um ein Fahrzeug mit mehreren Achsen und vielen Rädern. Bei der Überquerung der Landenge musste der Wagen genau auf Kurs bleiben, sonst hätte es ernsthafte Probleme mit dem Schiff gegeben. Über 1300 Jahre lang war die Diolkosbahn das Rückgrat des Handelsimperiums. Doch sie ist auch eine der großen verpassten Gelegenheiten der Geschichte. Im ersten Jahrhundert nach Christus entwickelte der brillante Erfinder Heron von Alexandria den ersten mit Wasserdampf gespeisten Antrieb der Welt. Hätte er auch den Kolben erfunden, dann hätte er die erste Eisenbahn mit Dampfmaschine entwickeln können. Doch keine dieser technischen Neuerungen wäre möglich gewesen, ohne die Erfindung eines überaus simplen Konzepts, des Rades. In den 5000 Jahren seit seiner Erfindung hat das Rad die Art unserer Fortbewegung beherrscht. Aber wie sind aus diesem einfachen Kreis die Automobile von heute geworden? Um eine Antwort auf diese Frage zu bekommen, müssen wir uns den genialsten Straßenbauern zuwenden, die die Welt je gesehen hat, den Römern. Sie bauten ein Straßennetz mit der Sorgfalt von Gehirnchirurgen und wir entdecken erst nach und nach, wie fortschrittlich auch ihre Fahrzeuge waren. Dieses Fahrzeug nennt man Carroca Domitoria. Im Kern dieses Wortes findet man schon das englische Wort Car, Auto. Dies zeigt, wie wichtig die römischen Entwicklungen waren. Das Faszinierende daran ist, dass die antiken Gefährte das Design der ersten modernen Autos vorwegnahmen, die mehr als 2000 Jahre später gebaut wurden. Der Achsabstand kann durch Spuren in römischen Straßen rekonstruiert werden. Somit wissen wir, wie breit diese Fahrzeuge waren. Vor 2000 Jahren waren die Straßen so schlecht, dass sie jedes einfache Fahrzeug aus Holz ruinieren konnten. Doch wie haben diese Gefährte die Schlaglöcher überstanden? Die Antwort: durch die Entwicklung des Federungssystems, das heute zur Grundausstattung jedes Autos gehört. Wie heutige Autos, so besitzt dieses antike Fahrzeug einen Aufhängemechanismus. Der gesamte Wagenkasten baumelt an diesen Lederriemen. Die sind zum einen an diesen Metallringen aufgehängt, zum anderen an diesen nützlichen wie auch dekorativen Siegesgöttinnen.
Diese Technik machte aus einem bloßen Fortbewegungsmittel einen wesentlichen Bestandteil des römischen Lebens. Wie auch heute definierte sich der römische Herr durch die Qualitäten seines Fahrzeugs.